Mahlzeit, ihr Schlawutzkis, Knochen wieder hier. Heute fahre ich durch Karelien mit amerikanischen Panzern. Das ist eigentlich wahrscheinlich totale Scheiße. Hier M36 gerade am Start hier. Und ich wollte das eigentlich nur aufnehmen. Eigentlich wollte ich das gar nicht aufnehmen. Das hatten wir Karelien, ey. Da fahren wir so selten hier. Also, und ich weiß gar nicht, wie oft die da. Wohl daneben. Also die Karte taucht bei mir so alle 2 Monate einmal auf. Vielleicht auch einmal im Monat, kann ich jetzt alles subjektiv, ne? Den halt weggemacht, schöne Sache. Aber sie ist jedenfalls sehr, sehr selten. Ja, bei mir jedenfalls. Und da dachte ich mir, nimmst du mal auf den Scheiß hier. Wahrscheinlich wird er sowieso nichts. Und ich befürchte, ich werde hier gar nichts killen. Weil ich habe in letzter Zeit einfach nur Pech mit amerikanischen Panzern. Es sei denn, mich beobachtet keiner, aber wenn man dann nicht gleich einen One-Shot macht oder so, dann kriegen wir schon mit, wo man ist. Und auch hier wird es ziemlich knifflig, gerade hier in dieser Kurve. Und auch die blödeste Seite ausgewählt hier. Hier muss ebenfalls einer sein. Die haben natürlich einen anderen Winkel zum Schauen. Die sehen mich, bevor ich die sehe. Wenn sie da in der Ecke hängen. Den Kollegen hier. Ich versuche jetzt ihn irgendwie ein bisschen als Schild zu nehmen. Da irgendwo muss er noch. Oh Scheiße. Da ist was. Und ja, ich höre es. Ich werde schon beschossen hier. Fuck, Jagdpanzer. Leck mich doch am Arsch. Aber gut, ich bin auch fahrtüchtig. Das scheint jetzt gerade nur der Jagdpanzer zu sein. Erstmal. Hier ist mein Kollege. Komm, du Favor, du schaffst das eher hier. Ach du Kacke. Hier ist 2. Aber das war der Jagdpanzer. Fuck. Nun, kleiner verpisster Treffer hier. Jetzt haut sich auch weiter keiner vor hier und ich mich auch nicht. Mein Ross beschädigt. Jetzt sehe ich mein Ross beschädigt. Scheiße. Ich kann gar nicht reparieren, fällt mir auf. Ich habe das Ding... Ich stehe hier gerade wie geschockt, ja. Ich habe das Ding nicht häufig genug gefahren oder nicht lange genug gefahren, weil das ist meistens das dritte Fahrzeug, welches ich einsetze und... Wenn das der Fall ist, dann läuft sie so gerade richtig schlecht und ich bin also mit dem auch nicht lange unterwegs. Ich habe also... Oh Gott, jetzt hört es mir erstmal auf. Wenn der mich nicht gleich wegmacht, ich kann ihn gar nicht auf die Kimme nehmen hier. Scheiße. Jetzt wollte ich schießen, man hört, da gab es eine Fehlzündung. Nein, die Fehlzündung, aber weißt du, was ich meine. Ah, verdammte Axt hier, echt. Ja, was macht man, wenn man nicht reparieren kann? Ich glaube, ich kann gar nicht schießen, weil es ständig Fehlfunktionen gibt hier. Ja, raus hier. Der hätte mich gerade sowieso gekillt. Oder ich hätte ihn noch gekillt. Nee, ich hätte ihn gar nicht gekillt, denn ich habe jetzt mal versucht zu schießen und ich konnte nicht mehr schießen. Also hat sich das sowieso erledigt. Jetzt muss ich aufpassen, dass der Typ mich nicht gleich wegfetzt, da dieser T-34. Oder was? T-34 hier. Scheiße, Mann, ey. Ich bin ja nur da oben gelandet, weil, wie man hier sieht, ich habe vorher keinen Punkt ausgewählt gehabt. Ich habe keinen festen Punkt genommen und bin natürlich zufällig irgendwo, dass er hier sein soll. Bin beschädigt. Aber immerhin sehe ich ihn jetzt. Der mich mal nicht beobachtet. Ich meine, sein Rohr so beschädigt ist, ist noch nicht irgendwie rausgenommen. Es ist nicht kaputt, so dass er reparieren müsste. Und ich muss wirklich zusehen hier. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe gerade so ein kleines Kackstift hier in der Hose. Oh, okay, mein kritischer Treffer. Und, wow, meine Panzerung. Der hat mal was ausgehalten hier, ist ja schon mal richtig gut. Ich kann hoffentlich schneller schießen als er hier. Es reicht nicht. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Okay, eine Abschusshilfe. Jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte, aber ist besser als gar nichts. Wenn wir letzten Endes noch gewinnen. Ja, ich habe gesehen, das ist ein Focke. Das könnte auch. Ich sehe ja nicht, welches Modell das ist. Könnte natürlich Raketen an Bord haben, ne?
schon mal anstrengend jetzt hier, echt. Was gibt's hier noch so? Wir haben Panther. Oh, bloß nicht stehen bleiben. Aber nur kurz. Und wieder weiterfahren. Und ganz finde ich immer noch die Momente, wo man gar nicht richtig anvisieren kann. Weil man einfach davon ausgeht, dass gleich der Gegner einen schon irgendwie ins Visier genommen hat und sowieso gleich feuert, ne? Und man bleibt kurz stehen, eine Sekunde Feuer hat und trifft dann auch noch kritisch oder killt ihn dann noch. Das ist natürlich, ja. Ist der bekloppt hier oder was? So ein Bullshit immer. Ne, das sind natürlich so Momente, da mal Compilations machen, aber das passiert ja so selten, da hat man jetzt mal Menü-Compilation oder so. Welche Artillerie frei? Ich komme da nicht. Also ich schicke am liebsten Artillerie, auch wenn ich sehe, wo der Gegner sich befindet, also nicht einfach so ins Blaue rein. Wie hier zum Beispiel. Da ist noch einer auf dem Hügel, schon wieder ein IS-1. Könnte derselbe Typ sein. Ich habe mir seinen Namen vorhin nicht gemerkt. Wow! Mein Gott, der T25 bringt ja doch was. Aber ich habe schon mal ein T25-Video gemacht. Okay, das ist ja kein reines T25-Video. Ich habe schon, wie gesagt, bin den schon mal gefahren und ich weiß aber nicht mehr, wie es lief. Das ist ja auch schon einige Monate her, könnte auch ein Jahr schon sein. Also ein Jahr her sein. Weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ich fahre jetzt mal hinten lang hier. Da gibt es kein hinten. Dann fahre ich hier weiter. Oh, fuck you. Ja, der Tiger. Oh, fuck. Nein! Ich glaube, ich bin weg. Der rammt mich weg jetzt. Lädt immer noch einer? Scheiße. Okay, immerhin kritischer Treffer. Ich meine, ich leiste immerhin ein bisschen was hier. Auch wenn es echt schwer ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon von jemand anderem noch beobachtet werde. Für mich liegt gleich mal irgendwie so ein Panther weghämmert hier. Fuck. Jetzt habe ich hier zwei an der Backe. Das wird nicht gut ausgehen. Scheiße, Mann. Das hat sich, glaube ich, erledigt gleich. Jetzt holt sich der Schnupsi-Bupsi-Tiger hier jetzt irgendwas wahrscheinlich und Feuer. Oh, 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 nein, ich muss reparieren. Das gibt's doch nicht, so ein Dreck. Ich kann nicht feuern. Ja. So ein Schwachmat. Der hat ja gar nichts hinbekommen. Ich meine, mit so einem Tiger. Der fährt sozusagen Gott in Stahl. Ja. Auf diesem Schlachtfeld und kriegt mich nicht weg. Wenn ich ihn an der Kippe benennt, ist er sowieso bescheuert, also. Ja, ich bin gerade frustriert so ein bisschen. Aber okay. Jetzt habe ich hier meinen Jumbo. Und sehe natürlich gerade mal wieder keinen hier. So eine Scheiße. Also mit der Munition habe ich schon ein paar Mal einen Tiger rausgenommen. Deswegen hoffe ich, dass die auch hier jetzt noch von Nutzen ist. Oh, ein Panther. Ja. Der Panzerungsanordnung ist natürlich schwierig, das ist ein Nashorn, scheiße. Nein, 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 nein. Fuck you. Ach, das hilft mir. Das ist ja nicht hier, ne? Also. Also gewinnen werden wir auch nicht, denn... Es sieht nicht so aus. Nee, wir haben einfach zu lange gebraucht. Jetzt haben die noch ein Gebiet angenommen. Das ist doch für den Arsch hier. Ich krieg die Donier ja noch runter. Das wäre natürlich schön. Das wäre richtig schier, wenn ich die jetzt noch abknalle hier. Ich bin zu weit entfernt, um mich vernünftig zu treffen. Also, einen Treffer habe ich, aber das war's. Naja, aber trotzdem fällt es mir sich unterhaltsam, wie man es nimmt. Ist halt schwierig bei der Karte. Ich mag sie trotzdem, weil ich weiß nicht, da sind halt so. Da kann ständig irgendwas Neues passieren. Man weiß nicht, wie es läuft. Man
Sind vier besser, mal die anderen besser. Also gerade bei dieser Todeskurve, ich nenne für mich ist das eine Todeskurve. Ja. Also da gibt es halt so viele Variablen und ich finde es halt immer noch unterhaltsam. Ich sag mal danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo oder auch nicht. Aber euch wird es nicht wehtun und mir wird es helfen. Also viel Spaß beim Zocken. Bis dann. Ciao, ciao.